Es muss ja auch alles ein bisschen passen, ne? So, wir gehen jetzt mal hier lang, würde ich sagen. Es wird gerade wieder dunkel, das ist aber nicht so schlimm. Denn wir gehen ja immer frühzeitig schlafen. Hier ist noch totes Holz, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Vielleicht noch mal so ein Hexenzirkel. So, ich klatsche mal ein paar Kühe, genau. Uah. Na toll, flieg genau da unten rein. Ja, warum nicht? Andesit, okay. Da ist noch eine Kuh. So. Ich glaube, wir bauen jetzt mal das Bett auf. Ja. Hallo? So. Können wir schlafen? Ja. Ich höre immer so ein Klacken, wenn die Hühner sich bewegen. Das ist irgendwie ekelhaft. Okay. Hühner lassen wir jetzt mal. Da ist noch eine Kuh. Und ich hatte gerade partout die Augen offen, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes finden. Vielleicht haben wir ja bald noch wieder genug Leder für einen neuen Rucksack. Würde nicht schaden. Das sieht also trostlos aus hier. Und da rollpert und poltert es wieder. Boah. Wie heißt nochmal dieses tote Land bei König der Löwen 2? Das geweihte Land? Ne, Quatsch, das geweihte Land ist ja, wo Simba wohnt. Das verstoßene Land? Ich komme da jetzt nicht drauf, ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen. Oh, wir sind fast am Verhungern. Sollte ich mal ein bisschen mehr drauf achten, bin ich ganz ehrlich. Ich humpel jetzt mal ein bisschen hier runter. Und da kommt auch schon der Krankenwagen, vorsichtshalber, ne? Das geht so auf den Sack, ey. Am liebsten würde ich einen Schalldämpfer auf die Sirenen packen. Ich laufe jetzt einfach mal gerade so ein bisschen kreuz und quer. Vielleicht finden wir mal was. Was haben wir da? Apachen Zwergmissel, okay. Die Apachen kommen, die Apachen kommen. Hier war gerade irgendwo ein Zombie. Aber erst mal ein paar Kühe klatschen hier. Nicht so depressiv. Um nur noch mal ganz kurz zu den Schädern zurückzukommen, ich gucke immer noch zwischendurch, ne? Und sobald ich den perfekten gefunden habe, werde ich den auch in die Beschreibung mit dazu. Warte. Was? Europäische Stechpalme. Die hat wohl einen Stich, die Alte. Oh Gott. Werde ich, wie gesagt, den Namen des Shaders auf jeden Fall reintun. Ich suche nämlich den besten Shader mit der wenigsten fressenden Hardware. War das logisch? Glaub schon. Also ich suche, wie gesagt, den Shader, der am wenigsten Hardware frisst. Ich weiß, dass die alle mega viel fressen. Das weiß ich. Wurde mir auch oft genug gesagt. Aber es gibt doch bestimmt irgendwo einen, der etwas weniger frisst. Und ich habe ja schon die Light-Version. Ansonsten, ich spiele auf jeden Fall so lange hiermit. Dann ruckelt es eben halt ein bisschen. Das ist ja normal. Wir haben ja sonst eigentlich recht flüssige Bildrate. Ach, hier ist ein Dorf. Warte. Ein Dorf im Toten Land. Ich nenne es einfach mal Land der Toten oder Totenland. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sind wir nicht am Anfang vorbeigekommen? Ganz am Anfang? Nee, es stand nicht unter Wasser. Karotten, Weizen, brauchen wir nicht. Lassen wir mal. Wir sind mal liebe Diebe. Wir suchen nur die Schmiede. Die anscheinend hier nicht existiert. Ist nicht. Schwarzer Granit, hier geht's in eine Höhle rein. Wow, geil. Na gut, wir erkunden die mal ganz kurz, okay? Eisen. Creeper. Ah, Kreide. Okay. Okay, hier ist Erdgasse. Haha. Ausgepufft.
So. Ah, Salz, das kann man auch noch sehr gut gebrauchen. Ich mache ein bisschen Licht hier. Jetzt auch nicht mehr. Jetzt mal wieder Licht. Kreide. Ah, Eisen, das nehmen wir mal mit. Nur mal ganz kurz ein bisschen die Höhle erkunden. Wir finden ja so gerade nicht wirklich etwas Interessantes. Deswegen müssen wir einfach mal ein bisschen noch spontan umdenken. Gut, hier ist nichts, außer noch ein bisschen Kohle. Die nehme ich jetzt auch mal mit. Schadet ja nicht, ne? Normalerweise müsste ich... Ich habe ja jetzt dieses blaue Holz, ne? Normalerweise müsste ich da ja auch diesen blauen Schiefer mitnehmen, oder? Also hier den hier. Blaue Schiefer, Pflasterstein. Wie sieht denn der aus? Genau. Blau. Ach, so ein Eisen. Cool. Hab nicht übersehen. Boah, ich dachte schon. Okay. Nein. Pack ich mal dahin. Ah, da hinten sind schon zwei Kollegen. Die kommen hier nicht rüber, wie es aussieht. Ich war noch Eisen, ne? Genau da. So, die Kohle packe ich auch nochmal eben schnell mit ein hier. Einfach nochmal vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was einem noch alles so erwartet. Und wie lange wir noch unterwegs sind. Und solange wir noch ein bisschen unterwegs sind, sollten wir eben halt ein bisschen Rohstoffe mitnehmen. Falls wir nochmal so eine kleine Zwischenbasis bauen wollen. Finde ich persönlich gar nicht mal so verkehrt. Na, macht Spaß da unten? Hehe. Da ist noch Kohle. Ach, die reicht locker, die Kohle. Ich will jetzt auch keine 50.000 Basen, Zwischenbasen bauen. Ich leuchte die Höhle. Ich leuchte die Höhle jetzt nicht aus. Einfach aus dem Grund, weil meine Hände schwitzen. Nein. Weil wir so schon genug Höhlen zum Erkunden haben. Deswegen werde ich die hier auch nicht markieren oder so. Ne? Wir wissen, dass sie in der Nähe eines Dorfes ist. Dieses hier genau, wohl bemerkt. Da können wir später immer noch hingehen. Ohne die jetzt zu markieren. Also wir sparen uns einfach mal die Marker ein bisschen. Bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt jeden Pups irgendwie markieren. Und ganz ehrlich, ich habe gerade ehrlich gesagt auch wirklich mehr Lust, einfach nur durch die Gegend zu streifen und zu gucken, was das alles so gibt. Aber ich glaube, wir schlagen mal eine andere Richtung ein. Würde ich mal jetzt, wage ich jetzt mal zu behaupten, also zu machen. Und zwar jetzt einfach rechts, also so ein bisschen in die Richtung da. Würde ich jetzt mal wagen. Denn vielleicht finden wir da ja was. Hier scheint ja nur noch Ozean zu sein. Und eine Schmiede hat das Dörfchen hier auch nicht. Falls doch, ist es auch egal. Wir haben ja genug, ne? Wie sieht unsere Rüstung aus? Okay, ist noch gut. 36 Level, was Erfahrungspunkte angeht. Okay, wir müssen durch die Höhle. Das dürfte jetzt ein bisschen ruckelig werden, aber... Ja, meine Güte, ist dann halt so, ne? Es mindert ja nicht den Spaß, bin ich ganz ehrlich. Und vielleicht kommt ja irgendwann ein Update, wo es dann einfach noch richtig mega geil flüssig läuft. Ach genau, was ich sagen wollte. Genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Drei Folgen später. Was ist das denn hier? Kreide oder Marmor? Und zwar... Andesit. Okay. Sieht auch geil aus, finde ich. Könnte man als Alternative zum Marmor nehmen. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Und zwar... ich war letztens bei der Mietza. Die kennt ihr wahrscheinlich aus den PWF-Folgen oder Dead by Daylight oder von anderen Videos. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wir haben schon so ein bisschen was gemacht. Und zwar
wollten wir letztens Minecraft bei ihr starten. Und plötzlich sprang das Antivirenprogramm an. Ne? Gut. Irgendwie hat sich dann Trojaner bei ihr reingeschlichen. Passiert. Auch mit einem super Antivirenprogramm, das kann mal vorkommen. Das ist mir auch schon passiert. Da hat dann wohl anscheinend Minecraft irgendwie eine Hintertür geöffnet, wodurch dann so ein der BDS Bladabindi, also ne, BDS Bladabindi. Jo, guckt mal in den Chat. So heißt der Virus. Trojaner ist das, ne? Der sorgt dafür, dass Sicherheitslücken geöffnet werden und dann alle Viren reinkommen. So. Dann hat das Antivirenprogramm hat natürlich sofort gesperrt. Sofort geblockt, in Quarantäne geschoben, unschädlich gemacht, sofort. Also der hatte keine Chance, da jetzt irgendwas zu machen. So. Allerdings war die Minecraft-Exe davon betroffen. Also Minecraft konnte nicht mehr gestartet werden. Ich nehme jetzt einfach mal die Bienenkönigin mit. Gut, haben wir das. Kein Problem. Die Daten sind ja alle noch vorhanden. Sind auch alle gesichert. Ich habe eine Sicherheitskopie von allem gemacht. Und habe dann bei Minecraft.net die Installationsdatei runtergeladen. So, wenn du auf die Seite kommst, dich anmeldest, an Download gehst, kriegst du einen Minecraft-Installer. Ne? Was ja auch normal ist in den meisten Fällen, ne? Ja, immer diese Kleinkram hier. Allerdings war das Problem. Das kommt nämlich jetzt. Und zwar hatten wir dann das installiert und so. Und jedes Mal, wenn die Installation fertig war, schlug das Antivirenprogramm wieder Alarm. Er sagt dann, Alter, nix da, wird geblockt. So, was haben wir denn hier? Pfirsich. Aber wir haben auch selber Pfirsichbäume, meine ich, oder? Ich gucke mal gerade kurz. Nee. Haben wir vielleicht so Pfirsiche? Nee. Okay. Nimm ich mal mit. Jedenfalls, hat man dann installiert. Die der Minecraft-Installationsdatei. So, wurde jedes Mal geblockt. So, okay, dann haben wir einen kompletten Virenscan gemacht. Hat auch nicht funktioniert, ist dann bei 30% abgebrochen und wenn es dann kurz vor fertig war, ist es dann auch wieder abgebrochen. Wegen diesem Bladabindi-Virus. Okay. Dann habe ich gesagt, gut, schmeiß mal die Installationsdatei runter, also Minecraft-Installer. Und vielleicht funktioniert es dann. Haben dann nochmal einen Virenscan gemacht. Alles lief 1A, 1 glatt. So. Ich hatte aber zwischendurch auch dem Antiviren-Provider. Das ist. Ach, das kann ich ja sagen. Avira. Ne? Manche würden ja sagen, oh, Avira ist voller Scheiß. Ich finde Avira eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das reicht auch eigentlich. Und ist auch übrigens die Bezahlversion. Ne? Also ist nicht einfach so. Boah, geil, eine Plattform. Ups. Ja, das war jetzt. Also es ist nicht die Free-Version, sondern die Bezahl-Version. Entweder hier ist irgendwas drunter oder... Ne, okay. Und hab dann eben halt den Minecraft-Installer an Avira geschickt. So, die haben die Datei als clean eingestuft. Okay, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Gut, wenn die Datei nicht betroffen ist, dann vielleicht wird durch die Installation ein Zugang geöffnet, der den Trojaner signalisiert, okay, schnell zugreifen, da ist was offen. Vielleicht bei der Installation, beim Download, keine Ahnung. Kann möglich sein, ich kenne mich, was das angeht, nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie Viren funktionieren. Ich weiß nur, dass es richtige asoziale Wichser sind, die sowas programmieren und rausschicken. Solche Leute gehören entweder verprügelt, ermordet, gemeuchelt oder sonst irgendwas. Klingt es hart, aber das ist meine Meinung. Das ist genauso ein asozialer Scheiß wie Diebe. Ganz einfach. So, jedenfalls. Gut. Die Installationsdatei ist clean.
habe ich dann mal bei Minecraft die alternative Installationsdateien versucht. Und zwar, wenn man auf Alternative Download geht, heißt glaube ich so, ich bin jetzt nicht genau sicher, hat man verschiedene Auswahl. So hat man einen Link, den ersten und den zweiten von oben direkt. Habe ich dann genommen, installiert, alles glatt, das Spiel läuft wieder flüssig, 1A, als wäre nie irgendwas gewesen. Ich vermute einfach mal, dass die Installationsdatei Minecraft Installer, so heißt die übrigens auch, irgendeinen Defekt hat. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch kein echter Virus oder so, sondern einfach nur, was zum Teufel. Was ist das denn hier? Okay. Fett Strömung. Und Matsch, toll. Jedenfalls, ich vermute mal, dass eventuell die Installationsdatei vielleicht einen Defekt hat oder so. Was mich auf jeden Fall sehr skeptisch gemacht hat, ist, und zwar, normalerweise ist, das sieht nicht natürlich aus. Ohne Scheiß. Okay. Normalerweise hat man ja, wenn man Minecraft-Installer, also die Minecraft-Exe runterlädt, immer diesen Grasblock. Also hier so ein, den Grasblock da, ne? Als Installationslogo. War da aber nicht. Das hat mich schon mal direkt stutzig gemacht. Aber man denkt sich dann auch irgendwo wiederum nicht wirklich, was dabei ist. Die Karte irgendwie gecrashed worden oder warum sieht so abgeschnitten aus? Jedenfalls. Ja, hatte mich schon stutzig gemacht, hab's aber trotzdem einfach mal installiert so. Ja, und dann kam noch immer das mit diesem Bladabini raus. Okay, ich hatte mal gegoogelt, was das genau ist. So ist ein Trojaner, der Sicherheitslücken öffnet und sowas. Tralala, hast du nicht gesehen. Also eben halt ein richtig mieser Virus. Gut. Wurde eh direkt geblockt, konnte keinen Schaden anrichten. Alles gut. Nur wieso durch Minecraft? Meine Vermutung ist eben halt, dass entweder hat jemand die Minecraft, also die Minecraft-Installer-Datei, irgendwie infiziert. Weiß der Geier wie? Ich habe keine Ahnung. Oder eben halt, durch die Installation wird eine Lücke geöffnet im System, das dann eben halt den Trojaner reinschleust. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, wie gesagt. Und was zum Teufel, ist die Karte irgendwie kaputt hier? Weil sowas sehe ich nur bei kaputten Karten, bin ich ganz ehrlich. Und das wäre mega scheiße. Kann durchaus Update gewesen sein, ne? Wo sind wir? Da unten, okay. Jedenfalls, das ist eben halt so jetzt, dass ich sagen wollte, also eine kurze Warnung. Wenn ihr Minecraft installiert, Moment. Wenn ihr Minecraft installiert, dann nutzt auf jeden Fall zu eurer eigenen Sicherheit bitte die alternative Download-Datei. Und zwar gibt es auf der Seite, wenn ihr auf Download klickt, Alternative Downloads. Und ladet euch den zweiten Link von oben runter. Cool, wir haben einen Riss gefunden. Schon wieder. Denn ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei Miza das Problem war. Kann sein, keine Ahnung. Ich markiere den hier mal eben. Das wäre auf jeden Fall meine Warnung an euch, also mein Hinweis. Riss 1, Riss 2. Oh, okay. Dann mache ich hier. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne?